Im Moment, wenn man sich den Koalitionsvertrag in Bayern anschaut oder die Regierungserklärung, dann ist das Thema Armut nur unter ferner Liefen dort. Und es taucht dann eigentlich in Stichworten auf, aber wir haben nicht den Eindruck, dass da ein Konzept dahinter steht, dass die Staatsregierung im Moment es auf dem Schirm hat, zu sagen, wir müssen in Bayern entschiedene Maßnahmen gegen die Armut ergreifen. Ja, wir erleben in unseren Einrichtungen, zum Beispiel bei den Tafeln oder bei der CASA, bei der kirchlichen allgemeinen Sozialarbeit, dass die Probleme eher größer werden, dass eher mehr Menschen Hilfe und Unterstützung brauchen, zum Beispiel Rentner, Rentnerinnen, dass da bei den Tafeln bereits ein Viertel derer, die da Hilfe suchen, in diesem Altersbereich sind. Wir haben also den Eindruck, in unserem schönen Bayern nimmt die Armutsproblematik eher zu, obwohl es ja auch sehr viel Reichtum gibt in unserem Land. Deswegen glauben wir, dass das Sozialministerium da ein Konzept braucht, zusammen mit den Verbänden. Wie können wir die Armut in Bayern noch besser verhindern, bekämpfen und was können wir dafür tun, dass weniger Leute da abrutschen in dem Bereich? Es braucht da Beratung oft. Es gibt da Fachstellen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, die können oft helfen. Manche Ängste lassen sich auch durch Beratung vermeiden. Zum Beispiel wissen manche Mieter gar nicht, welche Rechte sie haben. Dann gibt es ja auch Hilfen. Es gibt Wohngeld. Viele nehmen das gar nicht in Anspruch. Manche hätten Anspruch auf Sozialhilfe und trauen sich nicht, das in Anspruch zu nehmen. Also Beratung kann da viel helfen. Aber wir brauchen natürlich insgesamt in unserer Gesellschaft neue Konzepte, um das immer weitere Ansteigen der Mieten zu verhindern. Und dazu gehört zum Beispiel natürlich der soziale Wohnungsbau. Also wir müssen die Vorgaben für den Wohnungsbau etwas verändern, sodass Bauträger, die Wohnungen errichten, einen höheren Prozentsatz von Sozialwohnungen errichten. Das wäre wichtig. Wir müssen aber auch mehr unternehmen, damit vorhandener Wohnraum besser genutzt wird. Wir haben viele Menschen, die leben in viel zu großen Wohnungen. Und wenn sie etwas Hilfe, Unterstützung und Beratung hätten, dann würden sie vielleicht in ihrer Wohnung einen Studenten aufnehmen oder sie würden vielleicht eine kleinere Wohnung sich suchen. Oft trauen sich die Menschen im Alter das gar nicht mehr zu, brauchen da etwas Unterstützung. Da gäbe es durchaus Projekte, wo wir noch Wohnraumreserven aktivieren könnten. Großes Thema, wie können wir Menschen mit Behinderung stärker in unsere Gesellschaft holen? Viele wohnen ja in Einrichtungen, die vor Jahrzehnten mal auf dem flachen Land errichtet wurden, ehemalige Schlösser zum Beispiel mit vielen, vielen Menschen, die dort wohnen und arbeiten. Und wir möchten eben Menschen mit Behinderung stärker in die Mitte des Lebens holen. Und dazu brauchen wir stärkere finanzielle Unterstützung, um dann entsprechende Wohnungen zu schaffen, die dann in den Ortschaften sind und nicht mehr draußen vor der Tür sozusagen. Wir sind etwas traurig, dass der Freistaat die Mittel, die er schon versprochen hatte, für die Dezentralisierung großer Einrichtungen offenbar im Haushaltsjahr 2019 nun doch jetzt zurückfährt, nicht so viel Geld in die Hand nimmt. Wir haben fertige Pläne in der Schublade. Wir könnten an manchen Stellen könnten unsere Träger loslegen und das Bauen anfangen. Und da bräuchten wir einfach mehr finanzielle Unterstützung.